So. Ja, also, Karl-Heinz, Bühne frei. Ja, also erstmal, ihr habt ja heute dann das dritte Camp erlebt zum Thema LernOS, heute LernOS Convention. Und ich würde heute ganz gern mal alle Unterstützer bitten, vielleicht so einen Satz zu sagen. Erstens, warum ihr die LernOS Community unterstützt. Ich weiß nicht, wer von den Unterstützern noch da ist. Vielleicht hebt kurz die Hand. Simon gibt euch dann wieder das Rederecht hier. Genau, mit Unterstützer sind die Supporter gemeint, also die Firmen, die LernOS unterstützen, die Ernst & Young und LV und die Telekom und den Thomas sehe ich, der Thomas muss die Hand heben, SAP. Genau. Thomas ist da, ja. Bayernwerk ganz neu Telekom dabei, ist der da. Winnie, genau, Winnie, vielleicht starte du mal. Jetzt weiß ich nicht, ob er mich hört, aber Ja, doch, super. warum? Weil ich ein tolles Mikro habe. Das war die Empfehlung vom Simon. Von daher habe ich jetzt Du klingst gestochen scharf. ein rotes Mikro. Nee, warum unterstütze ich LernOS? Ich finde das Konzept, das offene Konzept, dass man sich mit einbringen kann, dass man Leitfäden einbringen kann, dass man sich in eine gegebene Struktur einbringen kann. Habe ich am Anfang Zeit gebraucht, um ganz offen zu sein, aber mir gefällt es sehr gut und ich glaube, dass es Organisationen weiterbringen kann. Und von daher unterstützen wir das auch von der Telekom. Sehr cool. Vielen Dank euch. Und der Thomas. Ja, ich kann mich nur Winfried anschließen. Also ich finde das ein super Ansatz. Wir sind in deutschen Sprachraum noch immer viel zu viel tradierte Ansätze und Konzepte. Und ich finde super, was wir alle zusammen machen. Natürlich super auch, was Warte mal, du ich mache mal gerade einen machst. General-Mute und Thomas entmute dich dann wieder. Moment. Da hat jemand, glaube ich. So, jetzt sind alle stumm. Thomas, jetzt kannst du dich wieder entmuten. Alles klar. Ich wollte mich nur an Winfried anschließen. Also ich finde super, was du machst, was wir alle zusammen machen, hier lernen und noch vieles nebendran nach vorne zu bringen, zu transformieren. Und das unterstützen wir sehr gerne. Sehr cool. Danke auch euch. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch jemanden finde. Es gibt ja nur sieben Supporter-Organisationen, ob noch jemand da ist. Der Winnie hatte noch seine Hand oben. Na, von der Nun, Datev ist doch bestimmt Datev, jemand genau, das ist ja da. die Simone. Aber oh, da könnte der Christian vielleicht kurz was sagen. Christian war doch da, oder ist der schon rausgesprungen? Ich bin schon da, aber die Simone wäre wahrscheinlich als Sponsor die richtigere. Ist die Genau. Simone auch da? Ja, nee, aber ich sehe sie nicht. Susan, Silvio und dann kommt schon T. Dann freue ich mich als Vertreter, dass wir das schon mehrere Jahre machen. Ich gebe zu, dass ich die ersten Jahre des Sponsorship als Kollege intern gar nicht so viel mitbekommen habe, dass wir LernOS sponsern. Was für ein Fehler. Wenn da das wüsste, Seitdem was da das seitdem weiß. ich weiß, dass wir das tun, kann ich gar nicht mehr anders, wie es großartig zu finden. Und das wird noch stärker, glaube ich. Sehr Vielen cool. Dank für diese wahnsinnige Kombination von LernOS für Organisationen. Dass du dieses Papier jetzt auch noch leibhaftig auf die Bühne bringst, finde ich bewundernswert. Vielen Dank. Sehr cool. Okay, ich glaube, das waren alle, die da waren. Ja, denn den anderen, die heute nicht da sind, trotzdem hier schon mal einen virtuellen schönen Dank für ihre viele Unterstützung. Und jetzt würde ich Orga-Team. Machen oder wir erst mal. gleich auch. Ja, wenn wir gleich dabei sind beim Bedanken, machen wir Orga-Team. Genau, dann machen genau. Vielleicht machen wir es so, dass mal das Orga-Team sich bereithält und alle anderen machen die Kameras mal aus. Dass wir wirklich mal das Orga-Team sehen, die Menschen, die im Hintergrund immer gearbeitet haben, dass wir die mal wirklich auf die Bühne holen. Sehe ich die Laura schon, der Machen wir alles Magnus. mal aus. Wir Vielen rufen sie dann, Dank. wir rufen das Orga-Team dann auf, aber können auch da bleiben. Also wir haben den Simon natürlich, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Den Benedikt, wo ist der Benedikt? Der Hier. Benedikt im grünen Jawohl, Raum. hallo, der Benedikt. Dann die Laura. Laura, das Ja. Welcome-Team organisiert, danke Welcome-Team da dir. drin, Seit ja. Anfang, seit 2019 auch dabei, sehr Ja. cool. Und Magnus, ist der Magnus da? Oben Mitte bei Mein uns hier. Test Ja, okay. rockt. Die Susan. Hallo? Rechts in der Mitte, genau. Okay. Danke dir auch, mein Test. Sehr cool. Ja. Die Marlene? Marlene ist in der Nicht da? Ja. Nachmittagsschule. Der Oliver? Oliver Ja, E oder hallo. F? Da ist er, Hallo. genau. Und Oliver 2? Der ist, glaube ich, Der nicht ist nicht da. da. Und die Nadine, haben wir die noch? Ne, die ist nicht Nee. da.
Also danke genau. an euch alle. Und uns fehlt der Kunal noch, der ist ja noch kurzfristig dazugekommen, oben rechts im Bild, auch okay. Welcome-Team. Und der David, der hat, glaube ich, seine Schicht schon zu Ende und ist irgendwo anders. Also vielen Dank euch, Mikros auf und großen Applaus an Orga-Team. So, jetzt können alle die Kamera wieder an. Ja, und jetzt vielleicht gehen wir wieder mal die einzelnen Sessions durch. Es wäre ganz schön, wenn die Session Owner oder jemand aus der Session in einer Minute kurz darstellt, was in eurer Session heute passiert ist. Und Simon hat wieder die Bombe vorbereitet, sodass die Minute auch wirklich eingehalten wird. Genau, also unser Webcam-Bild wird immer zu so einer Minutenbombe. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr die seht. Manchmal ist es so, wenn so viele Videobilder an sind, dass man sie nicht sieht. Ich schreite dann ein, wenn die abgelaufen ist. Also, machen wir die Reihenfolge wieder, wie die Zeilen sind, oder? Reihenfolge, genau. Marianne Windelband als Erste. Marianne da. Ich bin da, aber mich haben die Datenschutzeinstellungen rausgekegelt. Die Dörte kann dazu was sagen, denn die ist eingesprungen. Genau. Und hat super Feedback bekommen, glaube ich, ne? Ja, es war eine Übung in Improvisation. Also was wir gemacht haben, ist so ein bisschen dargestellt, wie sind wir vorgegangen und was hat gut funktioniert, was hat auch nicht so gut funktioniert und haben dann darüber eine Diskussion gestartet. Das war total klasse, auch von den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da ist was sehr Schönes draus entstanden, auch wenn wir da mit technischen Problemen reingestartet sind. Dankeschön. Sehr gut. Dann Simon selber. Ja. Ach so, ja. Mache ich mir natürlich auch die Bombe, genau. Also in der LernOS Guide 2.0 Ask Me Anything Session waren wir so knapp 10. Und wir sind im Prinzip, habe ich aber am Anfang nochmal so eine kurze Einführung gegeben, weil nicht alle den Talk gestern gehört haben. Und dann haben wir eine recht konkrete Liste von Fragen erstellt, was so jeder wissen wollte und sind dann durch den Guide durch und haben die beantwortet. Und ich würde das Pad, was wir verwendet haben, in der Dokumentation, also ich mache das noch ein bisschen sauber und verlinke das dann in der Dokumentation und würde das auch als Anlass nehmen, dann so eine kleine FAQ dazu aufzubauen, weil da durchaus einige Fragen waren, die jetzt schon öfter gestellt worden sind und die entsprechend mit dem Text und den Antworten und den Links hinterlegen. Mhm. Pads, gleich, weil du es angesprochen hast, die werden aber schon von Benedikt alle, sind schon rausgezogen. Die anderen Session Owner können es nicht mehr verändern. Ne? Genau, also der Benedikt hat quasi die ganzen Pads einmal hinterher exportiert in Word und PDF und die Teilnehmerlisten und die Videos dann. Wenn jemand Material zur Session hat, mich haben ein paar E-Mails schon erreicht, ihr könnt in Pre-Talks, wo eure Session ist, direkt auch Folien und so weiter hochladen oder wenn Bilder gemacht worden sind oder Links. Ihr könnt eure Session nach wie vor bearbeiten und könnt alles Material, was ihr bereitstellen wollt, da noch hinpacken. Wir schicken dann nochmal eine E-Mail rum. In der Woche oder so frieren wir das dann ein und exportieren die Dokumentation. Okay, dann der Achim. Achim Brück. Achim, bist du noch da? Oder die Tanja? Oder jemand, der in der Session war? Nee, okay. Dann weiter. Dann Winfried Ebner, Unternehmensbotschafterin. Genau, wir waren zu 8, hat eine intensive Diskussion über das Thema Corporate Influencer und wie wir die aufbaut. Ich fand es deshalb gut, weil wir vielleicht nochmal den Leitfaden in eine andere Richtung schärfen. Am Ende ist uns klar geworden, dass man vielleicht den Leitfaden auch direkt für die Botschafter schreiben und nicht für die Community-Bilder schreiben sollte. Also von daher, was kann ein Botschafter tun, um in einem Unternehmen so ein Netzwerk aufzubauen, könnte vielleicht die Kernfrage sein. Das war's von mir. Danke für die Diskussion. Manuel Illy. Manuel oder jemand aus der Session? Scheint nicht so zu sein. Dann Joachim Schraut, rechts daneben. Ach, da sind wir nochmal rechts. Ja. Ja. Der ist wahrscheinlich auch nicht mehr da. Dann spricht der Hade jetzt ganz kurz. Wir waren illustre zwei Gäste in dieser Session und Joachim und ich, was aber der Qualität der Diskussion keinen Abbruch gegeben hat. Wir haben im Prinzip das Spannungsfeld beackert und ich betrachte es als Spannungsfeld zum einen Achtsamkeit als Esoterik und das andere Achtsamkeit als pure funktionale, erfolgsgetriebene Angelegenheit. Du musst achtsam sein, um Erfolge zu feiern, um das und das zu erreichen und dann idealerweise auch noch nachzuweisen, dass es wirklich funktioniert und dass der Weg wahrscheinlich irgendwo ganz woanders in der Mitte liegt, nämlich
den Raum zwischen Reiz und Reaktion, wie Viktor Frankl sagt, einfach mal wahrzunehmen und dann ihn womöglich auch gestalten zu können. Danke. So, denn um 11 Uhr, da gab es eine Session von mir. Ja, es ging um diese Einrichtung einer eigenen Domain und es gab ganz viel Zustimmung, aber auch viele Hindernisse, die die Leute so davon abhalten. Von dann bin ich auch verantwortlich für das, was da steht, bis ich blamiere mich vielleicht und so. Aber es war eine sehr fruchtbare und konstruktive Diskussion. Und ich habe auch so ein paar Anregungen noch mitnehmen können. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Dann Simon wieder, LernOS für Organisationen. Ja, genau. Das war ja die Session, die mit dem VHS Barcamp zusammen stattgefunden hat. Da waren knapp 50 Leute drin, war meine größte Session heute. Zwei Drittel davon vom VHS Barcamp, ein Drittel von uns. Und wir haben, ich habe am Anfang noch mal kurz vorgestellt, wie der LernOS für Organisationen Guide aufgebaut ist. Und wir haben dann quasi geguckt, was so die Fragen der Beteiligten waren. Insbesondere ging es darum, muss ich quasi starten, top-down mit Mandat? Also muss eine oberste Leitung zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt lernende Organisation werden und erst dann starte ich mit so einer Koalition, die das treibt, oder kann das auch mit einer Graswurzel starten? Darum haben wir viel diskutiert und Fragen beantwortet und auch da gibt es ein Pad, was ich hinterher in der Dokumentation dann verlinken werde. Mhm. Es kam die Frage, wann die Version 1.0 da ist. Wir haben uns vorgenommen, bis Ende des Jahres mit die haben. Ja, die Piwi ist nicht mehr da, aber ich glaube, Christian, du wolltest es übernehmen. Piwi hat mich gebeten, es zu übernehmen. Es war eine wunderbare Session, 25 Menschen. Die Piwi hat uns mit Impulsfragen eingeleitet, was Diversity und Inclusion mit uns macht, warum wir da sind und was es im Business macht. Und das hat schon eine wunderbare Überleitung gegeben. Und sie hat den Status vom Leitfaden dargestellt, der auch ein bisschen besonders ist, der auch dafür angelegt ist, dass man es selber macht, also als Einzelbearbeitung. Und hat die Phasen beschrieben und uns eingeladen, auch Sessions zu bilden, hat auch aktiv aufgerufen. Ich glaube, es gab schon eine kleine Session mit 2, 3 Bereitschaften. Das heißt, einfach der Piwi sagen, wenn man aktiv in einen Circle eintreten will. Und ich habe darauf hingewiesen, dass wir ein Open Space Dative Experiment im Oktober starten, wo wir den Circle als Experiment mit Kolleginnen, aber eben auch mit externen Teilnehmern als 12-wöchiges Experiment starten, nach den positiven Erfahrungen mit LernOS im ersten Runde. Herzliche Einladung, Näheres auch am DigiCamp. Ihr kennt es ja schon. Geschickt, ja. Ja, dann der Shakil, Learning from Experts. Der ist, glaube ich, gesagt, er ist nur für die Session da. Okay. Dann sage ich ein paar Worte, ich war in der Session, ja. Also es war beeindruckend zu sehen, wie diese informelle Lernplattform wächst, welche Breite an Themen, an Tools dort kommuniziert wird. Und besonders spannend fand ich einfach so einen Live-Einblick in die Anzahl der Sessions, die heute in der Telekom weltweit angeboten werden. Also das ist wirklich beeindruckend, wie dicht das Programm gestuft ist. Und das andere, dass man eben nicht nur reingehen kann und sagen, okay, was läuft denn, sondern dass es eben auch ein Expertennetzwerk gibt, wo man dann verschiedene Bereiche, verschiedene Communities hat, wo man dann wirklich auch mal direkt sich einbringen kann oder auch mal einen Experten dazu holen kann. Also sehr beeindruckende Sache. Dann Thomas Jennewein, Badges. Ja, genau. Wir haben ja besprochen, ne, was sind so Einsatzfälle von Badges. Auf der einen Seite in Richtung Qualifikationsnachweis, aber auch um Menschen in Communities zu motivieren, irgendwas zu machen, ne, was eher so aus dem Game Design, Gamification kommt. Man glaubt, so 6 Leute haben dann auch das Beispiel, was wir jetzt fürs Corporate Learning Camp entwickelt haben, also dann da das Konzept besprochen. Und ich lese mal ein paar Feedback-Punkte vor, die wir runtergeschrieben haben auf so einem Board. Also man sollte besser nicht zu viele Badges machen, klar, nicht zu kleinteilig. Progression ist natürlich ein Thema. Ne? Gibt es da welche, die aufeinander aufbauen? Vielleicht auch ein Schwierigkeitslevel. Ne? Da wären natürlich so Leute wie Karl-Heinz oder Simon wären dann so der Goldstandard. Also müssen wir auch überlegen, hat natürlich Vor- und Nachteile. Ist auf jeden Fall auch mit dem Ehrenamt und sozialen Motivatoren vielleicht verbunden. Vielleicht sollte man da auch drauf gucken. Hängt immer ab von dem, der also es gibt verschiedene Motivatoren. Manche sammeln gerne, manche eher nicht. Genau.
Und natürlich hat es einen Einfluss auch, wenn man sowas unternehmensweit einsetzt, wie so die Kultur ist. Ne? Das haben wir auch noch kurz angesprochen. Kann man am Rande erwähnen, dass auch ihr alle einen Badge bekommt für die LernOSCon-Teilnahme natürlich. Okay, dann dazu passt nächste Thema, wie wird man digital Trainer? Badges passt ja irgendwie dazu, Frank. Ja, wir haben drüber gesprochen, den LearnCircle, den wir erstellen. Ich habe die Teilnehmer kurz abgeholt, habe was über Organisation, Teammitglieder, Inhalte geredet, das Ganze auf dem Konzeptboard dargestellt, unten rechts, wer es sehen möchte. Und es hat viel Freude gemacht. Ich habe Feedback nochmal zu meiner Woche bekommen und bin froh, dass es weitergeht. Mhm. Sehr schön. Jetzt kann ich noch ein bisschen reden, aber möchte ich nicht. Bei dem schönen Wetter sind alle froh, wenn sie im Biergarten und Schwimmbad dran können. Ja, und dann hatten wir Mittagspause und nach der Mittagspause Erfahrungsbericht von Agile Audi Community, Iris Gese. Genau, ich habe die Session gestartet, indem ich ein bisschen Einblick in unsere Community-Aktivitäten gegeben habe, aber dann wollte ich ja die Diskussion offen machen und ob meine Hypothese stimmt, dass das alles das Lernen fördert, was wir in dem Kontext tun. Ich glaube, wir haben spannende, vielfältige Themen angerissen, also von ist überhaupt noch zeitgemäß, sich mit dem Begriff agil abzugrenzen oder ob man das nicht mehr zusammenführen muss, Community-Aktivitäten. Aktivitäten über die Diskussion, ist Mindset-Diskussion eigentlich nicht schon gefährlich, bis hin zu, wie binden wir Führungskräfte ein? Also war ganz vielfältig. Ich habe für mich ein paar spannende Aspekte mitgenommen auf jeden Fall. Vielen Dank. Prima, danke. Dann Katharina, Allianz Wissen und Lernen bei der GIZ. Katharina Lobeck. Die musste rausspringen, hat sie gesagt. Weiß nicht, war da jemand dabei? Ich war dabei und fand, da gab es ein paar interessante Ansätze, so im Sinne von, wie schafft man es eigentlich, dass Communities in so einer Organisation auch selbstständig wirksam werden. Und da kam dann so die Diskussion auch auf, man darf sie nicht an die Zentrale ziehen, sondern eher sichtbar machen, dass es da Communities gibt. Und dann war schnell Einigkeit da, dass es schon eine Menge Communities in Organisationen gibt, die aber gar nicht zentral sichtbar sind, die sich untereinander vernetzen. Und das zu unterstützen, ist wahrscheinlich besser, als es neu anzuschieben. Was ich besonders spannend fand, war Ihr Ansatz, wo Sie gesagt haben, wir laden einfach mal auch Leute ein, die durchaus die Organisation in ihren Grundaussagen challengen, die mal ganz kritische Fragen stellen und dass dann wirklich die Räume so voll waren, dass man eigentlich die nächste Veranstaltung gar nicht durchführen konnte und jeder eigentlich mit diesen Challengen der Unternehmen eigentlich positiv umgegangen ist und dass es einen richtigen Drive gegeben hat. Ja, danke. So, dann haben wir nochmal Piwi, die wieder nicht da ist, Präsenz im virtuellen und physischen Raum. War da jemand da, der was erzählen kann? Also ich kann was dazu sagen. Wir haben erstmal so überlegt, was ist Präsenz, woran merke ich das eigentlich und haben dann geguckt, physisch und virtuell, was sind sozusagen, was ist gleich, was unterscheidet sich da aber tatsächlich auch und kann ich nicht vielleicht auch aus dem einen was in das andere mit übernehmen und haben dann auch überlegt, wie könnten wirklich hybride Szenarien aussehen. Das war ein schöner, fruchtbarer Austausch. Danke an alle Teilnehmer. Okay. Und dann hat man eine Session, aber der Sessiongeber gar nicht da. Das sehen wir. Ja, gab es auch. Die ist aber gut gelaufen. Ich habe zumindest einen Teil mitbekommen. Vielleicht kann jemand berichten, lernen aus der Komfortzone. Der hat sich doch gestern im Lightning Talk noch angekündigt. Ja. Aber das war eine sehr rege Diskussion, die ich da zumindest teilweise miterlebt habe. Wer war denn dabei? Kann ein bisschen erzählen? Du bist sehr leise. Wir haben gehört, jemand hat gesprochen, aber sehr leise. Ah, also ich habe nur wenig mitbekommen von der Session, weil ich ziemlich spät eingestiegen bin. Aber ich fand es schon mal einen guten Schritt,
dass sich niemand davon hat ablenken lassen, dass der Sessiongebende gar nicht da ist. Das ist Selbstorganisation pur. Ne? Also wenn der nicht kommt, wir können das auch alleine. Sehr schön. So, dann LernOS digitale Zusammenarbeit, Magnus Rohde, Fabienne Theis. Warte mal, sind wir nicht bei Corporate Podcasting? Ja, Corporate Podcasting. Ah, dann fehlt. Hier waren wir gerade. Silvio? Ja, ich bin hier verrückt. Ich habe eine falsche. Da ist der Silvio. Ja. Ja. Silvio, sorry. Ich hatte ja die Session Lernen in Stufen mit Tiefgang und statt Schnellgang. Da habe ich den Lernespresso vorgestellt, den ich entwickelt habe vor einem Jahr für Product Owner. Da haben wir uns mal unterhalten. Es gibt ja sehr viele Zertifizierungen, vor allem im agilen Kontext für agile Rollen, was so die Perspektiven auf die Zertifizierungen sind, also da ein bisschen der Outcome. Grundlagenwissen doch oftmals sehr schnell beim Vermitteln. Und da habe ich gezeigt, wie der Lernespresso aufgebaut ist, wie der durchgeführt wird. Und da war noch ein Product Owner dabei, der dann auch die Fragen beantwortete bezüglich dem Tiefgang, den ein Lernespresso erzeugen kann oder sollte. Ja. Aber Karl-Heinz, dann warst du irgendwie im virtuellen Paralleluniversum. Ja, genau. Ich bin hier verrutscht bei mir. Das, genau, aber der Silvio, der spricht so schön schweizerisch. Man kann dir stundenlang zuhören. Genau. Ja, dann rechts weiter, Corporate Podcasting. Thomas Hennebrein, Leonid, Matthias, Christoph. Einer von euch. Ja, mach mal. Ich habe schon. Nicht alle bringen euch nicht vor. Okay. Ja, wir haben im Vorfeld ein paar Fragen gesammelt dazu. Wir waren eine kleine Gruppe, ich glaube von 5, 6 Leuten. Und das war aber insofern ganz schön, als wir dann auch sehr schön die einzelnen Fragen behandeln konnten. Und wir haben trotzdem nicht alle geschafft. Aber es ging darum, wann man zum Beispiel besser keinen Podcast machen sollte, aber wann sich das lohnt und was ist denn überhaupt das minimale Setup für so einen Podcast? Wie kann man die anbieten, intern und oder extern? Was sind da die Vor- und Nachteile? Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie es inhaltlich denn funktioniert. Also wann hört man jemandem gerne zu? Wie funktioniert das alles? Also über im Großen und Ganzen, wie kann man anfangen und was macht am Ende einen guten Podcast aus? Aber auch ein bisschen darüber gesprochen, so Geschichten geteilt, was schiefgehen kann. Okay, dann Carsten und LernOS, Canvas. Genau, der Carsten ist, glaube ich, auch schon weg. Ich war aber in der Session mit dabei. Der Carsten hatte sich mal dran gemacht, anhand der Beobachtung, dass in vielen LernOS-Leitfäden ja Canvas verwendet werden, so ähnlich wie in dem Business Model Canvas, mal zu analysieren, was da eigentlich für Elemente vorkommen, was für Art die Elemente sind. Und wir haben diskutiert, ob es A, sinnvoll ist und B, wie man es machen kann, diese Elemente der Canvas zu vereinheitlichen, ne, dass man da sich wieder orientieren kann, dass die Bereiche in einem LernOS für dich Canvas so ähnlich sind wie für Teams, wie für Organisationen. Haben auch diskutiert, ob das sinnvoll ist oder ob man nicht dabei was lernt, wenn die Strukturen anders sind. Und haben so eine kleine Vorgehensweise festgelegt, wie wir jetzt an der Vereinheitlichung arbeiten wollen und wollen bis zum Corporate Learning Camp im November da sozusagen eine nächste Version haben mit den 3 Leitfäden oder den 3 Canvasen vereinheitlicht. Ja, okay. Jetzt kommen wir in der nächsten Runde zu der Session ohne Session Owner. Genau, die haben wir abgehakt. Dann jetzt zu 14 Uhr LernOS digitale Zusammenarbeit. Genau, weit gefehlt. Diese Session fand statt. Ich brauche einen Sessiongeber, genau. Ich will jetzt allerdings nicht alleine sprechen. Dann sage ich einfach mal mein Highlight und bitte ergänzt, wer dabei war. Wir haben über Lernen, dass es Widerstände beim Lernen gibt, dass Lernen Muße braucht, dass sich viele Menschen überhaupt nicht bewusst sind, warum Lernen immer wichtiger wird, um sich selbst letztendlich ihren eigenen Wert zu erhalten, warum es für Organisationen genau das gleichermaßen gilt und last not least,
ein Stück Ausflug gemacht in die Systemik, dass es wenig Sinn macht, Leute quasi anzuschreien oder sich mit ihren Widerständen groß zu beschäftigen, sondern lieber Räume zu gestalten, wo sich das Lernen, der Lerndrang eines Menschen einfach entfalten kann. Das war jetzt sehr subjektiv, bitte um Ergänzungen. Ja, ich fand einen schönen Satz von dir. Lernen ist deshalb wichtig, um den eigenen Wert zu erhalten. Wunderbar. Mhm. Ja. Okay, Ergänzung oder war es das? Dann gehen wir weiter zu LernOS Digitale Zusammenarbeit, Magnus und Fabian. Jetzt sind wir wohl tatsächlich dran. Ja, in unserer Session hat Leonid erstmal kurz erläutert, wie es dazu gekommen ist, dass er in dem Circle Guide arbeitet, was das Ziel, was ist der Hintergrund. Habe ich kurz erläutert, wie wir das in die Community der Guides und Multiplikatoren-Netzwerke, die Guides Exchange Community gebracht haben, wie wir das organisieren und wie wir uns da vernetzen. Dann Fabienne, möchtest du? Hat den aktuellen Stand vorgestellt und in der Session haben wir eben auch gemeinsam, wie ihr hier schön seht, an Inhalten gearbeitet. Das war wirklich eine tolle Session. Wir haben da echt viel zusammen mitgenommen und auch viel, was wir davon profitieren können. Und der Rainer hat dann sich noch um das Feedback gekümmert. Letztendlich, dass wir auch ganz viele Beta-Testende haben, Leute sogar, die mitschreiben wollen. Und wir vernetzen uns, alle, die gerne weitermachen möchten, mit weiteren Informationen haben wollen, im Connect-Thread zum Guide und Multiplikatoren, Lernen aus digitaler Zusammenarbeit. Wir freuen uns. Okay, schön. So, Moment, ich mache mal einmal wieder eine Stummschaltungsrunde. Hier. Zip, zip. So, und präsentiere wieder die. So. Ich sehe Rauch. Ja, die Bombe ist explodiert. So, hier, jetzt der Rauch weg. So. Aber erst nachdem ich fertig war. Ja, genau. War weggesprengt. Dann Marcel, Learnify Your Daily Work. Jawohl, gerne. Das war zusammen mit der Selina, unserer ehemaligen Masterandin bei Conti. Wir haben das Pilotprojekt vorgestellt, waren auch eine sehr interaktive Runde. Danke an Christian, Joachim und alle und Gerhard, die sich da so gut auch eingebracht haben mit ihren Argumenten und ihren Perspektiven. Wir haben vor allen Dingen mal die beiden Leitfäden, die wir jetzt verprobt haben intern im Piloten, also e-Portfolio Learning und Content Creation, haben wir uns kurz nochmal das Projekt, den Rahmen angeschaut und sind dann auf die Auswertungsergebnisse eingegangen, die wir jetzt im Rahmen der Masterarbeit evaluiert haben. Und da sind durchaus auch nicht nur Positives, sondern auch Herausforderndes für die Verbesserung der Leitfäden rausgekommen. Ganz wichtige Erkenntnis, Wissenserwerb ist gar nicht so massiv gestiegen hinten raus. Da haben die Leute also ihr Wissen dann gesammelt. Dafür ist die Vernetzung gestiegen und auch die Methodenkompetenz, die hat sich gesteigert beim Umgang mit Learning Circles. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir sind gespannt, wie es vorangeht mit dem Rollout. Und dann nochmal Simon. Aus Podcasting. Genau. Ja, das war ein Follow-up zu einer Session, die es auf dem Audio-Only-Barcamp schon gab. Da habe ich mal vorgestellt, dass es rund um die Podcasting-Community Sendegate ein sogenanntes Podcast-Partinnen-Netzwerk gibt, was ähnlich wie das Wikipedia-Mentoren-Netzwerk Leuten helfen soll, ins Podcasten reinzukommen. Und wir hatten da schon auf einem Pad erarbeitet, ob das für intern so ein Podcast-Partinnen-Netzwerk zu haben überhaupt eine gute Idee ist, was es dafür braucht, was fehlt und wie man so ein Netzwerk startet. Das haben wir jetzt heute mit den Teilnehmenden ergänzt. Und man konnte sich auf das Pad, was auch im Programm verlinkt ist, eintragen. Ich würde entweder klappt es im Juli noch oder dann im September bis dahin mal das Pad konsolidieren, dass wir so ein Grundset an so ein Paket haben, mit dem man so ein Podcast-Part in ein Netzwerk starten kann. Eine Intranet-Seite, eine Community-Idee, Ressourcen, Empfehlungen für Hardware und so weiter. Und wer da Lust hat, kann gerne im Programm gucken und sich auf das Pad noch mit einem Kontakt einschreiben. Sehr schön. Okay, damit dürften wir alle durch sein. Haben wir irgendjemanden vergessen? Sessions dürfen wir nicht. Man könnte, falls jemand von den Assemblies noch was berichten will, wäre noch Zeit. Vielleicht einfach die Hand heben, wenn jemand da noch was sagen will. Warte mal einen Moment. Ich habe den wichtigsten Punkt vergessen, hier hat Rainer ja gerade noch geschrieben. Also unser Ziel ist es natürlich, den Lernen aus Eierlegende Wollmilchsau 1.0 Circle Guide zu erstellen. Das ist tatsächlich in unserer Session rausgekommen. Also Lernen aus digitaler Zusammenarbeit streichen wir jetzt. Okay. Okay. Die 42 hat sich schon jemand geklaut, den Titel. Da müsst ihr euch noch was Neues überlegen.
Ah, Moment, jetzt sehe ich da noch eine Meldung. Muss Katrin? Oder ist die Katrin? Ja. Genau, ich wollte nur noch ganz kurz sagen zur Sketchnoting Assembly. Wir hatten ein paar richtig tolle Gespräche. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns weiterhin über Erfahrungsberichte für die lernersketchnoting.net-Seite. Also wenn ihr irgendwie darüber berichten wollt, was ihr mit dem Lerners Sketchnoting Leitfaden so erlebt habt, dann meldet euch gerne an eine von uns oder einen von uns. So. Genau, Katrin, danke. Wie nehmt ihr die auf? Ist das ein Interview oder? Als Blogartikel auf unserer Website. Okay, danke. Genau, aber ja, wir sind da offen, auch für andere Formate. Danke. Okay, aus anderen Assemblies noch? Wir hatten ja heute dann ganz schön viel Assemblies, ne? Da habe ich einen Bildschirm offen, haben gesehen, dass auf der Insel immer reger Betrieb war. Naja. Und diese Achtsamkeit war nichts Besonderes zu vermelden. Ein paar Gäste gehostet. Die waren alle achtsam, am Strand gelegen. Ich habe auch gehört, dass es einen Weg zur Schatzkiste gab, aber das hat mich mein Junge gestern gefragt. Ja, gibt das? Ja, das stimmt. Ne? Und an der Schatzkiste befindet sich auch das Gästebuch. Das heißt, wer sich im Gästebuch verewigen will, muss den Weg zur Schatzkiste finden. Und die Insel besteht auch noch bis Sonntag. Leider sind wir im Bikini-Atoll. Sonntagnachmittag wird die dann gesprengt, dann ist sie weg. Okay. Ja, dann haben wir so den Rückblickteil hinter uns. Ein anderer Rückblick verglichen mit den beiden Veranstaltungen vorher sollten wir noch machen. Wenn ihr alle euch mal kurz überlegt, was war denn diesmal noch besser als beim letzten Mal und vielleicht auch, was war besser als vor 2 Jahren, als wir noch in Präsenz zusammen waren. Vielleicht könnt ihr euch melden kurz, sodass wir euch dann auch direkt hören. Ist, glaube ich, besser, als wenn ihr es aufschreibt. Also, was war richtig gut diesmal? Was war besser als beim letzten Mal? Genau. Meldung, der Frank habe ich als erstes. Also erstmal ganz, ganz großes Lob an die tolle Umgebung, die so intuitiv war und richtig Spaß gemacht hat, zu dokumentieren und zusammenzuarbeiten. Mhm. Danke dir. Christian? Gut. Ich habe es über Tweet schon geschrieben. Ich hatte auch das Gefühl, dass es nochmal ein Schritt war, dass die Tools besser zusammenwirkten. Und ich muss sagen, die Online-Barcamp-Situation heute, wie wir heute gepitcht haben, großes Kino, krasse Herde, das ist schon, und das geht in Präsenz nicht so. Augenhöhe, alle sind da, sprechen in der Diskussionsqualität. Ich möchte nicht mehr zurück in Präsenz. Ich würde euch gern irgendwann in die Arme nehmen und ein Bier trinken mit euch. Aber arbeiten im Sinne Wissen austauschen scheint mir das deutlich bessere Konstrukt zu sein. Sollen mir alle Händchenhalter das Gegenteil behaupten. Großes Kino, vielen, vielen Dank. Und du machst mir ein bisschen Angst, Simon, aber wenn es dir gut geht dabei, dann akzeptiere ich das. Ich bin auch im Absprung im Biergarten hier auf der Insel. Danke dir. Die Silvia habe ich als nächstes. Ja, ich schließe mich dem Christian uneingeschränkt an in den Punkten, die er gesagt hat. Ich habe aber trotzdem so ein bisschen das Physische vermisst, und zwar in den Pausen. Also auch wenn die Insel super organisiert ist und es auch toll ist, dass sofort das Video aufpoppt und man sich unterhalten kann. Aber es war für mich schwieriger, die Leute zu finden. Und einige Leute habe ich auch gar nicht gefunden, weil sie nicht auf der Insel waren. Also so diese informellen oder die Nebenbeigespräche, die fallen eher weg aus meiner Perspektive. Aber sonst... Also wirklich großes Kino und krasse Herde. Ja, wie immer. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hatte echt heute so wieder das Gefühl oder das Feeling wie früher. Sehr schön. Da kommen wir mal, weil Winnie so ein tolles neues Mikrofon hat, ihn mal fragen. Wir haben ja 2 Jahre jetzt in Folge bei Telekom schon einen Raum reserviert gehabt und haben den beides mal wieder abgesagt wegen Pandemie. Winnie, wenn nächstes Jahr alle durchgeimpft sind und die Corona-Warn-App grün anzeigt, könnte man da eventuell bei euch nochmal anklopfen? Jährlich grüßt das Murmeltier. Also, nein, natürlich. Also wir haben auch ein gutes Digitalstudio, wo wir uns reinsetzen können.
Spaß beiseite. Ich glaube, wir müssen alle lernen, wie wir damit umgehen, wenn wir, ich glaube, dass also Events in physischer, mit physischer Präsenz nochmal ganz anders durchdacht werden müssen, nachdem wir merken, was alles digital funktioniert. Besonders wenn ich an das Thema Concept Board und das Thema Zusammenarbeit denke, wo wir diese Ergebnisse normaler Flipcharts und anderen Whiteboards haben, abfotografieren und dann durch den Äther schicken. Also von daher, dass man muss sich dann schon überlegen, warum man sich nicht physisch trifft, aber ich habe da überhaupt keine Bedenken, dass dem Orga-Team und dir und dem ganzen Team rund um LernOS da nichts Gutes wieder einfällt. Wir sehen, dass das im Digitalen toll klappt. Wenn wir im Analogen sind, glaube ich, dass unsere Ansprüche größer werden ja, an das Thema Mieten. Wir schicken dem Christian dann eine Kiste Bier nach Bamberg. Danke dir, Winnie. Die Patricia Hammer noch. Ja, ein herzliches Dankeschön. Zum Glück ist das alles online, weil dann kann ich nämlich auch teilnehmen. Und ich habe ganz viele bekannte Gesichter wiederum getroffen. Das war sehr schön. Ich könnte eine Reise nach Deutschland, wäre für mich jetzt ein bisschen schwierig in der aktuellen Situation, umso schwieriger. Und wenn ihr das irgendwo wieder live umsetzt, bitte, bitte, bitte hybrid, sodass ich hier aus Luzern teilnehmen kann. So viel können wir heute schon versprechen. Ja, wir werden nicht ins Old Normal zurückflippen, ganz sicher nicht. Danke dir, die Nicole haben wir noch. Ja, also ich kann mich komplett an. Du bist ein bisschen leise, ich glaube. Das ist ein falsches Mikrofon. Also zu oder zu weit weg. Nee. Ja, jetzt bist du auf Mute. Ja, wenn man das Mikro wechselt. Aber jetzt. Ja, jetzt ist super. Dann wird die Batterie schwach. Ich kann alles soweit echt unterstreichen, was ich jetzt heute hier wieder gesehen habe oder was mir sehr viel besser gefällt, auch im virtuellen Raum, ist Dokumentation. Ich kann alles auf ein Whiteboard packen. Da fände ich es noch schöner, wenn wir das nächste Mal feste Bereiche haben, wo wir genau von vornherein wissen, da können wir alles hinpacken. So wird ganz viel auch noch ein bisschen verteilt. Und ansonsten, ich habe das Gefühl, ich treffe mein digitales Dorf regelmäßig und da sind echt tolle Leute drin. Und deswegen vielen Dank dafür. Danke dir. Mhm. Mit feste Bereiche meinst du so abgegrenzte Bereiche auf dem Whiteboard pro Session wie bei den Assemblies? Ja, also praktisch das, was wir im Plan dann haben, dass wir da dann auch wissen, ja, wo packen wir es aufs Board. Ja, es ist ein bisschen, wir warten auf einen Sessiongeber oder vielleicht auch nicht oder schaffen wir uns Platz auf dem Board. Also die Struktur einfach dort anbieten, dann kann man das voll backen. Sehr gut, ja, nehmen wir auf. Der Olli noch. Ja. Oh, warte, ich habe dich stumm geschaltet. Ich hab mich verklickt. Warte. Du musst dich wieder entstummen. Ich wollte eigentlich nur deine Hand senken. Genau, ich bin entstummt. Du hast es ja schon gesagt, also der Weg ist nicht zurück zur Präsenz, sondern ich glaube, das Minimum ist hybrid. Ne? Weil es wird immer Leute geben, die nicht kommen können, für die es einfacher ist, nur an einem Teil der Veranstaltung teilzunehmen. Das ist auch das, wo ja gerade mit den Impfungen und auch den ersten Präsenzterminen, das in den Unternehmen wieder mehr wird, wo ich immer die Hand hebe und sage, bitte, das muss das Minimum sei, dass man immer daran denkt, was man gelernt hat, dass immer Leute woanders sitzen, dass man sie mitnimmt, dass man denen einen Teil, nicht die gesamte Konferenz, also wenn einer vor Ort sitzt, präsent da ist, natürlich nimmt er was anderes mit, aber dass die anderen auch da sind und dass man das immer berücksichtigt in Zukunft, finde ich wichtig. Ja. Okay, danke. Der Silvio. Also was ich dieses Jahr super toll fand, war die Reduzierung der Tools. Also es hat einiges einfacher gemacht. Also das fand ich wirklich gut und generell klasse Arbeit, toll. Danke dir. Ja, weitere Kommentare? Was war gut? Was war besser? Vielleicht gibt es auch Schlechteres. Marc hat noch was. Ja, Marc. Ich als quasi Newcomer in der Community, wollte ich mich an euch alle bedanken für das tolle Aufnehmen hier. Es war ja von Anfang an intensiver Austausch, kein Schnuppern, gar nichts, sondern ging einfach sofort los und fand mir total gut gefallen die beiden Tage. Ich habe jetzt auch den Weg zur Insel gefunden, zur Schatzkiste, habt auch schon gedacht, dass ich mal einsteigen werde in das ganze Thema. Also ich habe es vor 1,5 Wochen kennengelernt. Und jetzt will ich erstmal einsteigen, eintauchen in die Community und wer weiß, vielleicht dann auch mal bei einem ein oder anderen Zirkel melden für
die Weiterbearbeitung, aber gib mir erstmal noch ein bisschen Zeit, das überhaupt kennenzulernen. Vielleicht auf der Tonspur ein kleines Dankeschön auch noch an Venueless schicken. Also venueless.org ist die Plattform, auf der wir jetzt gemacht haben. Startup aus Deutschland, inklusive dem Ticketing und dem Programmplanung, die auch sehr responsiv waren, wenn wir Fragen hatten oder Wünsche hatten. Also das hat uns im Vergleich zum letzten Jahr auch wirklich viel Arbeit gespart jetzt. Ja. Und die Arbeit nach DSGVO. Ja, auch das. Alles Deutschland, alles deutsche Serverstandorte. Ja, der Frank hat nochmal die Hand gehoben. Brauche unbedingt die Information. Die schicke ich dir. Ich hatte diesmal wieder noch mehr FOMO, also. Und ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Session nacharbeiten kann. Hat jemand einen guten Tipp, wie ich das mache? Müssen wir einen Lern-Circle für schreiben. Ja. Dann so die Frage, wenn es im nächsten Jahr sowas wieder gibt, was soll denn besser werden? Komm, irgendwas muss es geben. Silvio, heraus damit. Eventuell habe ich es verpasst, aber für mich kommt der Termin ziemlich kurzfristig. Mhm. Also, die Termineinladung oder die Zugangsdaten oder was? Dass die Session oder dass die Convention stattfindet. Entweder habe ich den Termin verpasst oder Frage, wann habt ihr diesen bekannt gegeben? Also 10 Wochen vor Event. Ja. Wenn man dort vielleicht ein bisschen... Noch früher, ja. Quartal oder was wäre da? Ja, ich denke halt schon, weil irgendwo muss ich es dann reinquetschen. Aber ja. Das ging ja nur mir mal so. Ja, okay. Nee, können wir versuchen. Ja, das ist immer so ein Spagat, ne, weil man so ein bisschen ja auch wissen muss, was das Thema ist und wer alles kommt. Das wollen die Leute wissen. Aber so, man könnte so ein Save the Date auf jeden Fall ein Quartal vorher rausjagen. Ja. Wobei es wird wieder nächstes Jahr, wir müssen dann mit Winnie sprechen, was die Flächen und so angeht, aber wahrscheinlich auch wieder Ende Juni sein. Ne? Da werden wir so in dem Jahrestakt bleiben. Herr Magnus. Ja, ich muss auf dieses hier noch zu sprechen kommen. Also natürlich, was noch besser werden kann, sind einfach noch mehr Gruppen, die in meinen Test mitgebaut hätten. Ja. Die Tonqualität gestern Abend natürlich irgendwie, ich weiß nicht, was wir da versaut haben. Aber was ich versaut habe, das war irgendwie meins. Das war so komisch. Ich sage ja immer in so Lessons Learned Workshops, der wichtigste Lessons Learned ist testen, testen, testen. Und das haben wir einmal zu wenig getestet, oder ich. Also ja. Da werden wir jetzt aber noch tiefer in Twitch eintauchen. Also die Twitcher, die können das alle und es wäre gelacht, wenn wir das nicht auch hinkriegen. Das kriegen wir auch hin. Und da fehlt uns tatsächlich halt auch Shame on me. Wir haben heute auch versucht, nochmal eine Siegerehrung hinzukriegen, aber letztendlich, also wir müssten mit den Gruppen, den Mindtest-Gruppen, schon nochmal zusammen was machen. Ja. Für mich sind die Gruppen eigentlich alle Sieger gewesen. Das waren absolut fantastische Bauwerke. Also die kriegen dabei auch alle im Präsent, auch die ganzen Kids. Ich hatte heute früh mit Marlene nochmal gesprochen und habe gesagt, ich schaue mal, was von der Videoaufzeichnung zu retten ist, vom Ton. Und ihr kriegt eh nochmal so eine Mail von uns, auch mit so einem Feedback-Formular und so. Und da steckt man das Video rein und einen Link zu einem Bewertungsformular. Da würde man euch bitten, dass ihr alle abstimmt, dass man da das kurze Video, wo die ihre Bauwerke, sind ja nur 3, vorstellen und dass er damit abstimmt. Und dann werden wir auf jeden Fall nächste Woche noch einen Sieger küren. Der Hadi. Genau, der Hadi greift eine Idee auf oder einen Impuls. Ich fand auch, die Insel war ein bisschen dünn bevölkert. Wenn wir irgendwo einen virtuellen Raum hätten, wo alle Leute einfach sind, die sie zumindest ansprechbereit sein möchten, das wäre eine schöne Sache. Dann kann man da mit wimmeln und irgendwo Menschen finden, die man schon längst mal wieder treffen wollte. Mhm. Mhm. Okay, die Laura. Ja, das wollte ich mich auch noch an Harald und an Magnus anschließen in den beiden Themen. Also letztes Jahr mit dem Tischen, da gab es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, in diesen Tischen will ich hin. Das sind die Leute, mit denen ich sprechen möchte. Und dann gab es eine bessere Kommunikation. Ich bin hin und wieder in der Insel gekommen und da war entweder niemanden oder nicht so viele Leute. Und deswegen war es nicht so, dann bin ich immer wieder weggegangen, weil was soll ich denn da alleine machen? Und der andere Punkt wäre, es wäre schön, wenn mehrere Leute in dem Eintest teilgenommen hätten. Ich war als die eine einzige Erwachsene da. Mit der ganzen Sonderpreis.
Die konnten mehr als ich, die haben mich mehrmals gerettet. Das war sehr, sehr toll, aber es wäre schön, wenn das nächste Mal die... Also es war ja diese auch das erste Mal die Idee mit diesem Wetten-das-artigen für einen Abend. Ich glaube, das werden wir beibehalten und das müssen wir halt nächstes Jahr ein bisschen mehr noch und früher vor allen Dingen auch in die Kommunikation nehmen. Die Idee für das meintest du eigentlich so im Kern, weiß nicht, Magnus, 2 Wochen vor der LostCon eigentlich erst geboren. Ne? Das war recht frisch, ja. Genau, das war nächstes Mal auch früher dran. Dann habe ich den Frank. Ich glaube, bei Remo hatten wir die Möglichkeit, Social Links reinzupacken, ne? Ja. Da braucht man nicht so viel eigene Profile zu schreiben und ja, das finde ich schön. Ja. Stimmt, das hätte man hier auch machen können, weil wir die Profile frei konfigurieren können. Ja. Low-hanging fruit. Der Marc. Ja, ihr habt gerade von der Insel geredet. Bei mir hat das nicht richtig geklappt. Jetzt hat aber die Iris gerade im Chat geschrieben, dass das wo an den Firmenrechner lag und wir haben dasselbe Firmennetzwerk. Dann lag es bei mir wo an derselben Ursache. Das heißt, mein Learning ist auch nächstes Mal nicht mein Privatrechner. Und dann kann ich auch auf der Insel rumlaufen. Da wollte ich mit einigen eigentlich reden, aber dann habe ich sie durch Privatchat-Nachrichten angetrieben in irgendwelche Räume rein. Und ja, gut, dann weiß ich das beim nächsten Mal. Wer das mal googeln will, eigentlich diese ganzen Tools, Remo, Wonder, Gather, WorkAdventure, die nutzen alle WebRTC als Technologie, wo im Kern die Browser untereinander die Videokonferenzen herstellen. Na, und wenn euer IT-Admin im Firmennetzwerk sagt, will ich nicht, darf ich nicht, ne, dann funktioniert Jitsi, BigBlueButton und so weiter, das funktioniert dann eben oft nicht. Genau. Das war übrigens auch bei der anderen Session, die du in den externen Netz gemacht hast, bei mir auch so, da bin ich dann auch nicht reingekommen, da habe ich immer irgendwelche Verbindungsfehler bekommen. Dann bin ich halt in eine andere Session gegangen, das war ja nicht schlimm, also es war ja auch toll, dementsprechend. Ja, genau. Ja, es aber ist, also Learning, Privatrechner nehmen. Gutes Lessons learned. Sehr gut, den Thomas haben wir noch. Ja, genau, ein Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist, geht so ein bisschen in die Richtung, was schon gesagt worden ist. Also auf Barcamps, bleibe ich manchmal gern in der Kaffeeecke hängen und rede einfach mit Leuten, die ich lange nicht mehr gesehen habe, was ich auch schätze neben den Sessions. Also ich lasse gern auch mal eine Session ausfallen und unterhalte mich mit Leuten. Ne? Und ich weiß nicht, ob man das auf der Insel ein bisschen generischer, ob das eigentlich die Idee war und ich habe es nicht gecheckt oder es war zu viel parallel, aber sowas wäre natürlich super, wenn man so informellen Austausch sich zu unterhalten irgendwie abbilden kann. Ich glaube, wir hatten sowas früher mal auf Wonder in irgendwelchen Barcamps. Ne? Ja, also das war neben den Assemblies Sinn und Zweck der Insel, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es persönlich auch so, wenn man dann aus so einer Session kommt, saß eine Stunde oder knappe Stunde vorm Rechner, dann will man auch mal in die Luft ein bisschen laufen, was im Physischen, ne? Man geht zur Kaffeemaschine oder holt sich was zu trinken, steht dann rum, geht. Ne? Und wenn ich dann quasi nochmal in so einem Tool bin, sitze ich erstmal wieder. Ne? Also wir haben jetzt echt versucht, letztes Jahr und auch dieses Jahr genau diese Zwischenräume, die wegfallen, das irgendwie aufzufangen. Falls da jemand Lust hat, auch für nächstes Jahr mitzudenken, ins Orga-Team zu kommen, wie wir da noch mehr machen können, immer Hände hoch. Also da ist, glaube ich, jede Gehirnzelle hilfreich. Mhm. Den Frank habe ich dann. Das, was ich noch gesehen hatte, das war den Chat unten links, dass man sich wirklich direkt austauschen konnte, aber die Teilgeber haben teilweise nicht geantwortet. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nicht im Sichtfeld war oder... Ja. Ich glaube, wenn man da noch miteinander redet oder sich verabredet, ist auch nochmal eine Möglichkeit. Das sehe ich gerade. Der Marcel hat mich auch angeschrieben, habe ich auch noch nicht geantwortet. Ja, das ist so. Letztes Jahr hat man ja Telegram, ne? Wenn irgendwie etwas Ping auf dem eigenen Telefon macht, dann ist das direkter, als wenn man sozusagen erst irgendwo nachgucken muss. Ne? Kann man mal überlegen, ob man da nicht nächstes Jahr dann Slack-Netzwerk nehmen und den Chat von so einer Plattform nicht. Ja, guter Hinweis. Den Rainer. Ja, jetzt durch die Diskussion ist mir noch ein Punkt eingefallen. Davor war ich total zufrieden mit allem, was ich erlebt habe. Das Kennenlernen von Leuten und die intensivste Form des Kennenlernens ist immer im virtuellen Umfeld so ein Impromptu-Networking, wenn man 1:1 am besten noch mit einer fremden Person zusammenkommt. Und die Idee, vielleicht aus einer anderen Plattform, ob das so umsetzbar ist, weiß ich nicht, so eine Art Lernaus für Tinder, so ein Matching-Raum, wo man wartet, bis ein weiterer reinkommt und wird dann paarweise zusammengeordnet für ein 1:1 Gespräch. Und der nächste, der kommt, wartet wieder, bis ein weiterer in den Raum reintritt. Und da ist man dann immer wieder gern hat man immer wieder gerne in den Raum reingeschaut, weil bin gespannt, wen ich diesmal treffe.
weil man nicht das steuern kann. Ja. Und das waren dann manchmal sehr interessante Gegebenheiten. Wo gehst du als nächstes hin und so? Ach, schon wieder vorbei, lass uns in die Session gehen und so. Wie man so Hop-in, danke, da habe ich es gerade im Chat gelesen. Dann war das beim Schule des Leben Camp damals auf der Plattform, habe ich das gesehen. Das war eine. Also wer da Ideen hat für Apps oder Tools, die man da nutzen könnte, auch immer her damit. Ne? Sehr gut. Wobei wir hoffen, dass wir das nächste Mal im Analogen auch wieder sind. Da muss man dann alle zu Christian in den Raum springen. Den Olli habe ich noch als vorletzten, sehe ich gerade. Eine Hand ist noch hochgegangen. Olli Wenger. Genau. Beim Venueless ist mir auffallen, verschiedene Räume. Und Oliver Fleischmann ist auch aufgefallen, dass, also mir vermute, dass da vielleicht verschiedenste Einstellungen waren mit der Kamera oder mit dem Audio, also hauptsächlich Kameras, weil manchmal kam eine Abfrage, welche Kamera würde sie also zum Auswählen und manchmal kam keine. Also es war ganz interessant und ich hatte zum Schluss heute auch Probleme mit der Kamera, dass ich sie nicht auswählen konnte. Man muss dann schon tief rein in die Google-Einstellungen und Kamera, also Nachfragen erlauben oder Pop-up erlauben, dass man irgendwie an den Punkt kam. Und wo ich es dann gemacht habe, war dann auf einmal das Audio weg. Ja. Und das Audio bei der Marianne Windelbrand, das haben wir auch nicht irgendwo hingekriegt. Das haben wir nicht. Naja, gute Erfahrung ist, man muss vorab Testtermine machen und man kann so viele Testtermine machen, wie man will. Am Event selber geht trotzdem was schief. Ne? Oder man hat dann doch einen anderen Browser oder andere Einstellungen. Ich hatte den Eindruck, wir hatten nicht mehr Schwierigkeiten, als wir letztes Jahr mit Teams hatten zumindest. Ne? Also da hast du ja auch dann manchmal, wenn einer von dem anderen Tenant kommt oder so, auch Probleme. Aber sonst war es super. Ja, also ich habe eben mal so ein bisschen zugehört, was ihr alle an Verbesserungsvorschlägen habt. So 2/3 davon könnt ihr selber realisieren. Also wie viel man auf die Insel geht, um da zu sprechen, ist so ein Thema. Oder wie viel man beim Abendevent sich beteiligt, könnt ihr selber steuern. Barcamps sind ja selbstorganisierte Veranstaltungen und ich warne mal davor, dass die Veranstalter sich dann die Jacke anziehen, alles zu verbessern. Ihr könnt ganz viel selber tun. Aber ein paar Hinweise waren auch dabei, die kann nur der Veranstalter machen. Ja. Das ist natürlich auch Sinn der Sache, dass ihr da ein paar Tipps gebt. Und Abendveranstaltungen haben wir natürlich gestern bei den Montagsmalern gesehen, dass ein paar weniger Leute da waren als beim Jeopardy letztes Jahr. Aber wir haben den klaren Tipp gekriegt, woran das liegt, nämlich es gab kein Killepitch. Also das heißt, nächstes Jahr, wenn alle, die sich vorab zum Montagsmalen anmelden, kriegen eine Flasche Killepitch geschickt. Oha. Oh, das wird aber hart. Ja, okay. Dann jetzt noch 2 Punkte. Ein Punkt, erstmal, mir ist wichtig, euch allen Dankeschön zu sagen, denn den heutigen Tag habt ausschließlich ihr gestaltet. Also wenn ihr zufrieden wart mit dem heutigen Tag, dann macht auch kurz mal die Mikrofone auf und gebt euch selber einen Applaus. So, und dann übergebe ich nochmal an Joachim. Joachim, du hast noch was ganz Besonderes. Danke, danke. Wir müssen jetzt hier eigentlich dem Veranstalter Dank sagen, aber ich denke, ein Applaus wäre zu simpel für das, was er hier geleistet hat. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Wir haben ja gerade schon verschiedene Rückmeldungen bekommen, dass man sich eigentlich fast nicht mehr vorstellen kann, wie das ist, wenn man aus so einer virtuellen Veranstaltung auf eine On-Site-Veranstaltung zurückgeht. Und das hat uns auf die Idee gebracht, wir können etwas hier jetzt anfangen, das wir zukünftig im Juni bei der Telekom mit großer Wahrscheinlichkeit nicht machen können. Wir machen nämlich eine Schneeballschlacht jetzt. Okay. Diejenigen, die im Liberating Structure-Kontext mal aktiv waren, die wissen, was eine Schneeballschlacht ist. So eine Schneeballschlacht funktioniert so, dass man ein weißes Blatt Papier nimmt. Das kann ja jeder schon mal für sich zu bereitlegen, braucht aber nachher nicht unbedingt das Papier. Und man schreibt dann die Themen, die man dem Veranstalter mitgibt, schreibt man da drauf. Also was möchtet ihr ihm jetzt mitteilen, was wir das sagen? Das machen wir jetzt aber nicht mit einem Blatt Papier, sondern wir übertragen die Schneeballschlacht in einen virtuellen Raum. Ihr nutzt jetzt bitte alle mal einen Chat und schreibt dem Simon da eine Botschaft, was eigentlich, aber nicht abschicken, ja? Noch nicht abschicken. Schreibt dem Simon eine Botschaft, die er dann auch dokumentiert hat, weil Simon ist ja auch jemand, der eng mit dem Thema Wissensmanagement verbunden ist und der gerne die Sachen verbunden hat. Also bitte alle jetzt mal schreiben, aber mit dem Abschicken noch warten. Noch warten. Und dann warten wir mal 20 Sekunden.
Der Thomas schreibt, ich muss raus. Ich muss weg. So, sind schon. Nee, noch warten bitte, nicht abschicken. Hebt bitte die Hand, wenn ihr fertig seid. Warte ruhig noch ein bisschen. Ja. Also eine Mischung aus analogen und digitalen Händen, das ist auch spannend. I'm confused. Be prepared to be confused. Okay. Oder beide gleichzeitig. Ich glaube, es sieht gut aus jetzt, oder? Der Schweigefuchs. Silvio auch? Gut. Okay, dann los mit dem Schneeball, Simon. bei der Temperatur ist das genau richtig. Draußen bist du recht cool. Wahnsinn. Haben wir noch eine Quelle, die wir hinterher auswerten müssen und durchlesen müssen. Aber das mache ich heute Abend. Das macht Spaß, da, wenn ich im Bett liege oder am Balkon. Sehr cool. Ja. Bei dem ganzen Schnee wird mir kalt. Das ist auch nicht so verkehrt bei der Temperatur. Nee, super, vielen Dank. Also danke an euch alle. Ohne euch und auch das ganze Team, was mitgewirkt hat, kann man ja so eine Veranstaltung ohnehin nicht stemmen. Ich weiß nicht, hast du noch Punkte, Karl-Heinz, oder können wir so zu Famous Last Words und Abschluss kommen? Jetzt bist du dran. Ja, naja, viel machen wir nicht mehr, dass wir pünktlich auf jeden Fall aufhören. Vielleicht für die neu dabei sind, wir haben ja jeden Monat einen Community Call, immer in der Regel erst der Freitag im Monat, 13 bis 14 Uhr. Also wer so ein bisschen an der Community dranbleiben will, tragt euch den Kalender. In der Connect-Community gibt es einen Community-Kalender, da stehen auch die Termine immer drin, ne, wo wir halt auch so Themen besprechen und jetzt Themen aus dem Camp auch fortführen. Dass die Insel jetzt noch bis Sonntag offen ist, hatte ich gesagt. Mit dem Video für das Mindtest hatte ich auch gesagt. Ich glaube, damit ist alles gesagt, was jetzt gesagt werden müsste. Und wir beschließen, komm gut nach Hause, habt ein schönes Wochenende, genießt die Sonne und dann in Zukunft in Hybrid. Macht's gut. Salut. Okay. Ciao. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Ciao.